Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hermannseck von Yogi und McBee, ne? Richtig? Ihr seht, Klee ist im Boden. Habe ich mal eben fertig gemacht, ne? Ja, mal eben ist auch gut. Ich folge dir, der S6, der hat sich echt gequält mit der Drille, ne? War schon nicht ohne. So, geht weiter in den Text. Wir müssen noch kalken. Wisst ihr ja. Ist der Standard. Deswegen muck wie das eben, ne? Können wir zusammen machen. Den Rest mache ich dann ohne euch. Aber eine Rutsche können wir noch zusammen kalken. Dass das fertig ist, Leute. Dann haben wir das nämlich erledigt. Und alles easy peasy. Oder was sagt ihr dazu? Nichts wahrscheinlich. Nichts, ne? Wie immer. Kalkbude ist eh nicht voll. Ich glaube, da machen wir eben kurz fix eben hier die Ecken da. Und jetzt den weiten Weg bis ins Kirchtal juckeln ist ja auch nicht so schick, ich fand. Können wir eigentlich hier Kalk gleich holen? Was sagt? Ach, geht ja nicht mit dem Streuer. Ich vergaß. Ich muss ja vor. Geht ja nicht mit diesem Trecker und der Streuer, ne. Nur ihm hier abkalken. Dass das da auch erledigt ist. Können wir dann nämlich auch mal einen Chickhaken irgendwann hintermachen, ne? Direkt erstmal beim Nachbarn noch mitgekalkt. Perfekt, perfekt. Ja, da müssen wir auch noch hinkalken. Dass uns nicht langweilig wird, ne? Echt, alles muss gekalkt werden oder gedüngt. Ich sehe nur noch Kalk. Oh, falsche Taste. Check. Wiese 1. Kalk. Und ihm ein Bildchen noch machen, ne? Wieso? Oh, schickes Bild, ne? Schickes Bild, du. Oh. Schickes Bildchen war das, ne? Oh, eben Innensicht, ne? Das kannst du ja sonst nicht fahren. So, hier langsam reingezirkelt und dann gibst du Gas, ne? Dass die Fontäne da hinten nur so raussprudelt, das ist ganz wichtig. Oh nee, schon wieder alles beim Nachbarn mitgekalkt, ne? Geht ja gar nicht. Da bleibt echt noch was drin über. Oh, komm rum! Ich stehe voll auf dem Gas, ne? Oh ja. So, sollen wir den weiten Weg da eben hinjuckeln? Ist jetzt egal. Und fertig ist es fertig. Ganz einfach. Wir werden hier eh noch ein, zwei Mal hinfahren müssen. Ich zumindest. Bis ich das alle durchgekalkt habe heute, oder die nächsten Tage. Vergehen noch ein paar Stunden. 3 Hektar mit 1 Streuer, wenn du Glück hast. Also sagen wir mal 2,5 Hektar. Das sind 1 Streuer, eine Wiese. Gut, dass ich gesehen habe, dass du so einen Schwung drauf hast. So ist das, liebe Leute, ne? El perfecto. Wenn wir dann alles schön abgekalkt haben, dann können wir endlich mal anfangen, Futtermittel zu kaufen und so. Ich hoffe, dass bis dahin schon ein bisschen was reif ist, dass wir nicht alles so viel kaufen müssen, ne?
Eigentlich habe ich ja gar keinen Bock, Futtermittel zuzukaufen, ne? Als Schweinefutter müssen wir so oder so zu kaufen und Möhren auch erst. Bis wir Möhren und den ganzen Klonterkram da alle zusammen haben. Wir gehen um ein paar Tage. Müssen wir mal ganz ehrlich sein. Dafür gehen um ein paar Tage. Ja, vielleicht kommen wir gleich mit einem Streuer hin, ne? Hier im Kirchtor. Wir haben ja auch noch die andere Wiese, ne? Das war der letzte Rest von Schützenfest. Abfahrt zu die Händler. Ich glaube, die Wiese hat schon lange keiner mehr benutzt, war. Der Weg ist so ein bisschen heikel. So, jetzt Abflug zum Händler. Sind auch ein paar Meter. Ich glaube, ich muss Autodrive einfahren, wa? Nein. Du kannst die Map ja nicht genießen. Ich hätte ja auch auf dem Wagen Kalkpaletten stellen können und dann hin und her fahren, aber... Nee. Es ist halt nun mal ein Weg ins Kirchtal und dann ist das halt so. Auf anderen Maps fährst du genauso lange durch der Gegend, ne? Es bleibt nicht aus. Moin. Dann ist dem halt so. Oh, das war ein Fernseher. Ich denke gerade, was ist denn hier los? Hab ich was verpasst? Nein. Was ist kürzer? Durch die grüne Hölle, ne? Ja, ja. Zick euch. Ab durch die grüne Hölle. Boah, 1,4 Stunden hat er schon auf der Uhr? Leck mich fit. Hab ich das schon so viel mit durch die Gegend geheizt? Was? Boah, 1,4 Stunden, ey. Leck mich fett. Oh, hier können wir auch noch was reinstellen. Da können wir doch da die Möhrentechnik reinstellen, oder? Wir müssen echt noch Möhren drillen. Möhren werden wir wahrscheinlich hier auf den Acker machen, wenn der abgeerntet ist, ne? Und da kannst du am besten drehen und fahren. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung. Das muckt wie auch so. Oh, nee. Oh, Entschuldigung. Palettos mit Kalkus. Brauchen wir mindestens noch zwei. Mindestens. Boah, ich habe so viele Paletten hier drin. Das ist nicht normal. Kaufen. Jo. Kaufen. Jo. Wir müssen auch noch zur Wiese des Todes. Kaufen. Jo. Kannst du mal dein Schnäuzweck hier wegräumen, Sven? Das steht immer nur im Weg, ne? Mann, 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 ey. Mit Sven ist nichts mehr los. Der stellt die Sachen nur noch im Weg. So, einen Moment. So, jetzt geht weiter. Nichts passiert. Noch ein Leben. Alles gut. Mann, Mann, Mann. So, Abfahrt. Wir müssen noch mal ins Kirchtal heizen.
Ist schon schön hier, ne? Einfach schön hier. Ganz ehrlich, einfach schön hier. Wie habe ich das vermisst? Richtig schicke Feine hier, ne? Das Ding kannst du anmachen und genießen. Ne? Das ist genau wie auf Colors Maps. Machst du an und genießt du. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Dann noch so schicke Schlepper dabei. Einfach nur genial, ganz ehrlich. Kann man auch nicht oft genug sagen. Sven, ich brauch gleich mal Koffein. Mann. Chicky Funny, Sonntag auch gleich schon wieder rum, ne? Morgen geht's wieder zu der Maluche. VA machen. Material kommt ja bestimmt nicht, ja, echt. Wir haben ja eine Firma, für die wir was machen, ne? Die hatten VA bestellt. Die haben da 8 Monate drauf gewartet, bis das Material jetzt da war. Jetzt kommen wir erstmal. Ich glaube, 4000 Stück haben die geordert. 4000 so Türscharniere für feuerfeste Türen, ne? 4000 Stück mit 2 Mann machen wir die im Moment. Ja, das dauert auch noch ewig, bis die fertig sind, die Dinger. Ja, hast du insgesamt 4 Arbeitsschritte, bis das Produkt fertig ist, ne? 2 mache ich, 2 bis 3 und Eugen macht 1 bis 2, ne? Je nachdem, wie er Lust hat. Da kommt Freude auf. Aber egal. Hauptsache Arbeit, ne? Das ist wichtig heutzutage. Wenn man hört, wie viele noch Kurzarbeit haben und diesen ganzen Müll da... kann ich noch froh sein. Und ich gehe bestimmt nicht wegen des Geldes arbeiten, ey. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das, was ich verdiene, dafür steht manch andere nicht auf. So. Oh, ist ja gleich schon alle. Ich muss ja jetzt noch Map einrichten, ne? Dann machen wir zusammen. Ich kann das nicht immer alle alleine machen. Ich glaube, da brauchen wir nicht nochmal runter, ne? So viel Kalk haben wir gar nicht. Hoffentlich reicht das für ihr. Ich habe echt Bedenken, dass der nicht reicht. Dass er nochmal losjuckeln muss, aber nicht mal heute. Auf zur nächsten Fläche, Leute. Die Wiese hatte echt lange keiner mehr. Oder ist kein keiner hier die Felder in Fort? Das weiß ja auch alle nicht so genau, ne? Den schaffen wir noch. Hallo? Willst du mir doch nicht einen Kratzer entfernen vorn? Springen die Zuschauer aufs Dach. Kratzer hier entfernen vorn. Ich glaube, das hier ist auch unsere Ecke, ne? Hatten wir die nicht gekauft? Ja, ne? So, Leute. Ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, in diesem Chaos-Tal, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.